Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Oh mein. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Nee, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Hey, Chris. Ich tue nur, was Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Spielplatz. Sei nicht so ein Arsch. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Gib das her, du Trottel. Nur keine Scheu. Ist mein Motto. Ach, du bist so ein Idiot. Vielleicht sollten neugierige Schnüffler ihre Nase nicht in anderer Leute Nase stecken. Ja, das mache ich auch nie. Prinzipiell. Komm schon, Jess, uns kannst du's sagen. Wir verraten nie Geheimnisse. Von wegen. Ihr kommt schon irgendwann selbst drauf. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier auf, sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Oh, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ehrlich, hätten sie die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Nicht mehr so malebisch. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Gänsehaut. Wir sind fast da. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh, ja. Das wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Das wird bestimmt nicht wie eine normale Party. Was glaubst du? Scheiße! Zu geil! Michael! Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast deine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Michael, halt dich einfach raus. Emily und ich sind jetzt zusammen, also komm klar damit. Ich sag's dir nicht nochmal. Haben wir uns verstanden? Tja, ich dachte, wir könnten das abhaken. Als Kumpel, aber... Ja, gut. Mike. Nein, nein, nein. Nein, alles cool. Ich gehe einfach weiter. Bin ganz vernünftig und so. Für mich ganz allein. Peace. Ich glaube, er hat's kapiert. Ist echt heiß, wenn du den Macho machst. Weißt du das? Oh, Mist. Was? Könntest du... die dafür den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam.
Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann ich warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. M, ich finde wirklich, du solltest den Pfad nicht allein runterlaufen. Im Ernst jetzt? Es ist kalt und gleich wird's dunkel und... Und du beschützt mich dann vor der bösen Dunkelheit. Ich lass unser Zeug hier und komm mit. Es klaut schon keiner. Matt, willst du mich veralbern? Das Ganze dauert doch nur 5 Minuten. Willst du mich wirklich ständig bewachen? So war das nicht gemeint. Warum hörst du nicht einfach auf mich? Warum hinterfragst du immer alles, was ich sage? Tut mir leid. M, ich will doch nur helfen. Wenn du helfen willst, dann bring unseren Kram und alles rauf zur Lodge, so schnell du kannst, okay? Okay. Gut, was immer du willst. Danke. Wir treffen uns oben, wenn ich bei Sam war. Dann bis später. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Ah! Oh Gott! Gott! Hey, hey, wow. Tut mir leid, Ash, ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, Matt? Ja, also ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott, oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay, schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Klar, wenn du willst, zieh's dir rein, nur zu. Okay. Verdammte Scheiße! Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Kannst du, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Mörder. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Au! Klasse. Das ist der Füße, das weißt du. Wo versteckst du dich, kleines Vögelchen? Wow! Goldpfeffer! Hey! Oh, ups! Hallo! Komm schon! Hey, Mike! Boom, Schakalaka! Okay, jetzt hast du mich. Schon gut. Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine Tricks. Ha ha.
Nein. Okay. Es reicht. Oh, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn's so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Wow, heb dir lieber noch was für später auf. Endlose Reserven. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn's hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Da sind wir wieder. Und wie fühlen wir uns jetzt? Wir haben kaum an der Oberfläche gekratzt in der letzten Sitzung, also gehen wir doch etwas tiefer dieses Mal. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Das ist sehr interessant.
gründlich warst. Spinnen, Clowns und Innereien. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder.